Kennt er die ja schon? Auf der Suche nach dem richtigen 750 Kilogramm Anhänger. Was ist meine Empfehlung? Worauf sollt ihr achten bei eurem nächsten Kauf? Ich war für euch beim Anhänger-Experten und habe nachgefragt. Die Hauptfrage, die ihr euch eigentlich stellen müsst, ist als erstes, wofür nutze ich den Anhänger? Was möchte ich transportieren? Das heißt, der Einsatzzweck ist erstmal mega wichtig, dass ihr wisst, was ihr transportieren wollt, weil jeder Einsatzzweck hat einfach seine spezielle Herausforderung, oder? Klar, cool. Definitiv. Die Gedanken über deine Ladung. Ja. Wie möchte ich beladen? Von hinten, von vorne, ja, von allen Seiten? Ja. Und was muss ich laden? Super wichtiger Punkt natürlich, wie soll es sein, die Verspannung? Da bist du ja nun mal Experte. Das heißt, worauf wir achten sollten, einfach die Verspannungsmöglichkeiten. Mhm. Hat der Anhänger Verzurpunkte? Wenn ja, wo sitzen die? Sind das innenliegende Zurpunkte, die an der Bordwand sind, die im Boden sind oder zum Beispiel auch außenliegend? Es ist bei jedem Modell unterschiedlich. Also wichtiger Punkt, Verspannungsmöglichkeiten einfach in dem Bereich. Was ist der nächste Point, wo du sagst, so, darauf müsst ihr achten? Macht euch einmal einfach Gedanken über die Bordwandhöhe. Es gibt verschiedene Bordwandhöhen. Fängt an, 35er Bordwandhöhe, 40er Bordwandhöhe, 55er Bordwandhöhe. Das, was da aber leider ein Trugschluss ist, gerade bei ungebremsten Anhängern, je mehr Fläche du hast, je mehr Höhe, denken die Leute, je mehr kannst du reinpowern. Ne? Das ist halt nicht der Fall. Du musst halt trotz dessen immer noch natürlich die Zuladung im Blick haben, dass du halt guckst, passt es nicht. Weil so eine Achse, die machst du einmal kaputt, dann ist sie halt kaputt. Mhm. Ne? Dir fällt vielleicht was auf. Du hast bei allen Anhängern, die jetzt gerade hier stehen, Stahlaufbauten. Stahl? Aluminium. Ach, das doppelwandige da hinten. Okay. Hm. Das heißt, du hast hier einfach das doppelwandige Material. Ja, ja. Und Trugschluss ist da auch bei den ganzen Leuten tatsächlich, dass das Grundchassis feuerversinkter Stahl ist. Das Einzige, ist trotzdem was Stahl. Alu ist, die Bordwände. Das macht ungefähr 50 Kilo. Nee, nicht mal 50 Kilo. Okay. 20, 25. Ist das preislich ein großer Unterschied, ob ich eine Aluwand nehme oder ein Stahlblech nehme, so in der Richtung? Voll und ganz. Ja? Alu ist teurer. Viel teurer oder erschwinglich? Kommt auf die Anhängergröße an, zwischen 200 und 500 Euro. Ach was, doch so viel? Ja, cool. Bei uns geht kein Anhänger ohne so ein Dreiergespann, nennen wir das, vom Hof. Das eine ist das Stützrad, seht ihr direkt ganz vorne. Ja. Zum anderen haben wir vorne eine Traverse, Stützradtraverse. Mhm. Das heißt, die wird einmal zwischen den Deichselhalmen montiert, rechts und links, weil es ist halt wirklich in Anführungszeichen nur gekantetes Blech. Ja, ja. Das heißt, was mache ich? Stützrad, was normalerweise an der Seite sitzt, setze ich nach hinten. Mhm. Ich habe eine andere Gewichtsverlagerung. Ja, ja. Ich habe eine stabilere Deichsel. Das ist quasi das Zweiergespann. Und dann einmal Abstellstützen. Die Dinger hier, mega. Hier. Ja. Wenn ich das nicht habe. Ne? Überleg dir, nimmst du vielleicht einfach ein paar 100 Euro mehr in die Hand oder 50 Euro und hast dafür vielleicht was, wo du sagst, Mensch, da habe ich länger was von. Okay. Gibt es also quasi als Ankippfunktion. Ja. Gibt es auch wirklich nochmal als andere Funktion, die ein bisschen weiter hinten steht, wo du einen Dämpfer hast, wo du hinten mit der Bordwand oder über der Bordwand nochmal ein Alu-Riffelblech hast, wo du quasi mit Motorrädern drauf fahren kannst, mit Aufsatzrasenmäher. Also, ne? Mhm. Kriege ich das auch hin mit dem Abklappen mit den, Plattformanhängern oder gibt es das nur bei den seitlichen Anhängern? Nein, gibt es auch bei den Plattformanhängern. Ach, genau. Das machen einige Hersteller, haben wir jetzt aktuell hier. Genau. Yeah. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich das Abklapp sehe und dass ich dann in der Garage vielleicht auch eine tiefere Höhe habe, dass ich eine Garage reinkriege oder so. Ist das auch ein Grund damit? Oder? Ja, abklappbare Deichsel ist ein großer Punkt tatsächlich. Wir haben ganz, ganz viele Endkunden, die natürlich auch sagen, ich hätte gerne einen Anhänger, der muss nicht so groß sein, aber wo stelle ich ihn überhaupt hin? Was mache ich mit dem Anhänger? Du kannst hier die Deichsel abklappen, das heißt, der Anhänger kann einmal komplett an die Wand gestellt werden. Das ist eine spannende Lösung, ne? Ja, cool. Also, wenn wir von der Seite mal ganz kurz gucken, das ist quasi, was ihr so an Stellfläche zu Hause braucht. Und jetzt ganz wichtig, wenn es windig ist, macht doch einfach einen Spanngurt rum mit dem Hering im Boden. Ne? Und schon braucht er wieder einen von mir. Ich weiß, es gibt verschiedene Stärken an Platten. Was ist hier so dein, sag ich so, darauf müsst ihr unbedingt achten bei einer Platte? Zum Thema Platten ist halt, du kannst alles variieren. Das heißt, das, was wir auch oft machen bei uns in der Vermietung, wir haben Holzboden, packen uns nochmal schön Alublech, Alu-Riffelblech drauf, einfach zum Schutz der Bodenplatte, weil du hast dadurch einfach mehr Schutz, sie ist langlebiger.
sein. Lass uns noch ganz kurz mal ins Pricing reingehen. Das interessiert die Leute ja auch und so weiter. Natürlich. Was denkst du, was muss man heutzutage für einen akzeptablen Anhänger in der 750 Kilogramm Klasse ausgeben, damit man sagt, so, damit habe ich echt lange und viel Freude? So ganz grob. 900 bis 1000 Euro. Wie viel? 900 bis 1000 Euro. Echt? Das reicht schon? Mein Baumarkttest waren über 999 Euro, das war der Anhänger. Ein paar Gadgets waren dabei, ein paar waren nicht dabei. Es war sogar noch eine Plane dabei. Und was ich an dem Hänger ja nicht so schön fand, das waren diese Lampenhaken. Aber die werde ich nochmal ganz speziell testen, ob die wirklich das versprechen, was sie. Das heißt, ich kriege hier bei dir als Fachhändler, wohlbemerkt, einen Anhänger für unter 1000 Euro oder um die 1000 Euro, die wirklich vergleichbar sind mit Anhängern, die du woanders kaufst, nur als Beispiel im Baumarkt. Ja. Cool. Was wenige Leute wissen, ist, dass so ein kleiner Anhänger auch angemeldet werden muss. Das heißt, ist doch klar, sie anmelden oder nicht. Habe ich auch gedacht. Wenn ich Endkunden habe, die herkommen oder auch Unternehmen nicht, aber Endkunden, die dann sagen, Mensch, okay, alles klar, hole ich dann ab und dann läuft der hinterher, sage ich, ja, immer ans Kennzeichen denken. Ja, wie ans Kennzeichen? Ja, der muss angemeldet werden. Ja, okay, alles klar. Und ja, auch dann füllen wir immer bei uns hier so ein Verlassschutzmandat aus für den Einzug der Kfz-Steuern. Und dann fragen die mal, warum denn Kfz-Steuern? Naja, das ist halt so. Ne? Also sowohl ungebremst als auch gebremst, es muss angemeldet werden, weil es halt auf öffentlichen Straßen fährt. Vanessa, ich habe super viel mitgenommen, wie du das siehst mit den Anhängen. Ich habe euch gesagt, ey, macht Spannbeute ran mit, Alter, mit, wie heißt die, Camping, was macht man in seinem Zeltfest hier? Heringe, genau, lass uns mal wieder hinstellen. Ja, da hast du mir echt einen mega Input schon gegeben, Vanessa, erstmal recht herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Jetzt ist die Sache, warum habe ich das hier gemacht? Weil ich bewege mich ja auf einer Reise, ich möchte ja quasi meiner Community mitteilen, was ist die ganz spezielle Empfehlung vom Spanngurt-Coach? Auf was sollt ihr achten? Was soll eigentlich bei euch berücksichtigt werden für den nächsten Anhänger, den ihr kauft? Wie geht meine Reise jetzt weiter? Ich schaue weiter, um effektiv euch am Ende meiner Serie irgendwann einmal die ultimative Kaufempfehlung zu geben. Ich besuche jetzt nämlich nächste Woche den Führerschein-Profi, nennen wir ihn einfach mal. Der klärt mich auf. Was dürft ihr eigentlich alles ziehen? Wie ist die Klassierung dieser ganzen Führerscheinklassen? B, B, C, whatever. Ich kenne mich da auch null aus. Und genau hier brauche ich ganz, ganz viel Infos, die ich jetzt sammeln werde.